Ja, herzlich willkommen zu unserem Video von Bienenbots und Menschen, neue Bildungsformate für generationenübergreifendes Lernen. Und dieses Video ist gleichzeitig auch der Auftakt zu unserer Session bei der Republika 2017 in Berlin. Herzlich willkommen zu unserer Session. Aber wer sind wir überhaupt? Ja, das ist André Spang. André Spang ist Referent zuständig für Medienkompetenz im Referat Digitale Gesellschaft Medienkompetenz in der Staatskanzlei NRW. Komplizierter Name. Das ist meine Kollegin Cordula Attermeier und sie leitet dieses Referat. Ja, in Vorbereitung auf unsere Session haben wir in den letzten Wochen Menschen befragt, was ist eigentlich Medienkompetenz? Und wir haben sie auch befragt, was sie schon besonders gut können und wo sie vielleicht noch Unterstützung brauchen und Fragen haben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Für mich bist du medienkompetent, wenn du dich im Mediendschungel zurechtfindest. Zu erkennen oder ein Gespür zu bekommen, ob es Falschmeldungen sind oder Fehlmeldungen. Umzugehen zu wissen mit irgendwelchen Medien? Also die Medien, die ich nutzen möchte, so nutzen zu können, dass ich weder mir noch anderen schade dabei. Nicht nur nutzt, weil sie praktisch sind, sondern auch weiß, was sie mit einem machen. Dass ich offen bleiben muss für ganz neue Entdeckungen, Entwicklungen. Und wenn ich diese Offenheit habe, kann ich eine Menge lernen. Oder 90% der Menschen haben ein Smartphone, sprich, die bedienen die Medien. Die Fähigkeit, mit den neuen Medien der Digitalisierung umgehen und sie nutzen zu können. Dass man selber Inhalte einstellen kann, verantwortungsvoll mit sozialen Netzwerken umgeht. Für mich verantwortungsvoll mit Medien umgehen zu können und vor allen Dingen mit den Inhalten von Medien diese sicher analysieren zu können. Das ist die Fähigkeit, Mechanismen zu erkennen, also beispielsweise, was ist ein Bot und was ist eigentlich das mit der Biene? Informationseinflüsse, egal aus welchen Bereichen sie stammen, von Zeitungen oder digitalen Medien wie Internet, Facebook etc. verarbeiten zu können. So ein bisschen aus dieser Konsumhaltung in die Richtung einer Gestaltungshaltung zu gehen, also selber kreativ Sachen umsetzen zu können. Eine Fähigkeit, die Menschen haben im Umgang mit Medien und Medien können eben analog oder auch digitale Medien sein. Möglichkeiten, Handlungsfähigkeiten von Menschen in Bezug auf Fernsehkonsum gab es schon immer eine Diskussion drum und jetzt sicherlich befeuert durch mehr digitale Medien. Sicher mit den Medien umgehen können, die heute aktuell sind und die Gefahren zu erkennen. Ich kenne mich besonders gut aus bei Facebook. Also ich kenne mich sehr gut im Internet aus, passenden Internetseiten einmal zu finden und dann auch die richtigen Schlagwörter anzugeben. Umgang mit Handy und Internet wahrscheinlich, also Facebook und solche Medien. Die Medien, die ich nutzen möchte, kann ich ganz gut nutzen, glaube ich. Und ansonsten beschäftige ich mich ja auch so mit medienrechtlichen Themen. Mir fällt immer wieder auf, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema jetzt speziell Datenschutz und was mit Daten passiert beschäftigt, anderen meint, Ratschläge geben zu müssen, worauf sie vielleicht achten sollten. Und das tue ich dann manchmal. In Bereichen des Internets? Internetrecherche. Der Umgang mit den modernen Technologien, den kann ich. Ich habe selber einen Blog. Also ich filme, ich stelle Inhalte ein. Denke ich mal, ein relativ breites Grundwissen von Medien. Ich kann alles. Ich kann Twitter und Facebook und Telegram. Und was wichtig ist, gerade wenn man auch in dem Bereich arbeitet, dass man dranbleibt, dass man, egal was neu entwickelt wird, sich die Sachen anschaut. Dass ich auch hinsichtlich der digitalen Medien ganz medienkompetent bin. Ich habe jetzt angefangen mit Arduino-Programmierung ich habe mir ein elektrisches Schlagzeug damit selbst gebaut. Im Projektkontext, wir eben Medien nutzen, um reproduzierbar Informationsinhalte zu vermitteln. Also Auswahl, Fernsehen, Radioprogramme. Mit der Nutzung des Mobiltelefons, all diesen hilfreichen Tools, die man da so nutzen kann. Snapchat ist echt noch so ein unbekanntes Terrain. Seit ein paar Monaten ein Smartphone und da fällt es mir schwer, also zu sehen, welche Apps mir welchen Nutzen bringen. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Die Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne, die nutze ich eigentlich auch nicht. Oh Gott, ich muss überlegen.
ich müsste mehr auch über die technischen Hintergründe noch wissen. Also wie sind so Netzwerke eigentlich aufgebaut? Wie funktionieren Algorithmen? Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der ganzen Welt der Apps. Müsste ich mir erarbeiten. Und die große Herausforderung ist, dass ich gemerkt habe, dass ich Apps selber gestalten kann. Das würde ich gerne lernen. Ich bräuchte Unterstützung im Bereich Datenschutz. Ich glaube, ich brauche Unterstützung im Bereich der Vernetzung. Ich hole mir Informationen, wenn ich nicht weiterkomme, gerne aus Foren. Gerade im Bereich von Medien ist es halt so, dass man kontinuierlich lernen muss. Die Inhalte dafür bekomme ich meistens aus dem Internet. Womit ich kaum etwas anfangen kann, ist tatsächlich Snapchat. Das verstehe ich einfach nicht, wie man es macht. Ja, zum Beispiel jetzt einzuschätzen, was sind Gefahren, wo liegen die wirklich? Es kommt jeden Tag was Neues und ja, da muss man immer wieder neu reinfinden. Ich fühle mich ganz gut versorgt, also wenn ich Informationen brauche, ich google sowieso erstmal alles. Also was mir wirklich überhaupt nicht in der Anwendung geläufig sind, sind so soziale Netzwerke und das würde mich schon interessieren und ich habe auch immer ein bisschen die Sorge, dass Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Verschiedenartigkeit und in dem Hype, wie wichtig das ist, dass sich gar nicht alle trauen zu sagen, das ist mir ja noch eine fremde Welt. Alles, was mit Programmieren im weitesten Sinne zu tun hat, das ist für mich absolutes Neuland. Das waren sehr viele und sehr unterschiedliche Aspekte, über die wir uns gerne austauschen möchten. Gerne hier auch schon mal unter dem Video oder per Hashtag RP17 mit dem Twitter-Account @DGNRW diskutieren. Apropos, was ist eigentlich Fishbowl? Das schauen wir uns jetzt mal an. Fishbowl, das bedeutet, wir haben auf der Bühne 5 Stühle, 2 sind durch die Moderatoren bereits belegt, die anderen 3 sind frei für das Publikum und können nach Belieben belegt werden. Wer nichts mehr zu sagen hat, gibt seinen Stuhl wieder frei für andere Besucher aus dem Publikum.